Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur kurz Bescheid geben und um Verständnis bitten, dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal keine deutschen Videos hochlade und ein paar aus den USA schneide. Ich habe einen kleinen Fahrradunfall gehabt und habe mir Zähne ausgeschlagen und da kann man einfach nicht so gut Eis testen. Wenn das hoffentlich wieder besser wird, dann mache ich auch wieder deutsche Reviews, hoffentlich ganz, ganz bald. Aber also entschuldigt, falls ich habe nicht mehr so viel deutsches Material, aber mehr amerikanisches. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Ich bin einfach gerade selbst ein bisschen fertig und weiß nicht. Ich meine, ich sehe aus wie eine Hexe, hallo? Und es tut weh. Also, deswegen ein paar amerikanische Reviews. Okay, Lieben, entschuldigt dieses schlechte Licht, aber das ist mein erstes Pint von Gelato Fiasco. Und ich weiß auch nicht warum, aber vor ein paar Tagen kam mir dieser Gedanke in den Kopf. Mein Gott, Hannah, du musst jetzt Gelato Fiasco probieren. Das wird bestimmt mega geil. Und ich weiß nicht warum. Habe ich angefangen, Reviews zu schauen. Vielleicht kennt ihr das Gefühl ja, dass euch das auch manchmal passiert. Und habe mich immer mehr da rein versteift. Und dann waren wir heute bei Starbucks, aber es ist jetzt schon 1 Uhr nachts. Deswegen entschuldigt, falls ich ein bisschen müde bin und komische Sachen rede. Und da habe ich das noch gesehen. Und zwar diese Sorte, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Sie hatten auch noch die mit Marshmallow und Graham Cracker und Vanillebasis und irgendwie Schoko. Stückchen drin, die auch mega gut klingt und das Marshmallow ist auch ohne Gelatine. Also wenn euch das interessiert, sagt Bescheid. Sie hätten auch dieses Main Brownie. Ich glaube, es ist Brownie und irgendwie Blaubeer oder so. Klingt auch mega gut. Also sie haben wirklich ein paar tolle Sorten und ich hatte es ja schon mal damals die Sorte Doing Me, Doing You. Die war aber total angetaut und es war in so einem Plastikbecher und aus irgendeinem Grund kann ich Eis im Plastikbecher nie so doll genießen, wie wenn es in Papierbechern ist. Deswegen habe ich das jetzt gemacht, also nochmal geholt, weil die haben dieses Jahr das Design geändert von allen Bechern und haben sie jetzt alle in Papierbechern. Und tatsächlich ist mir jetzt aufgefallen, als ich hier drauf geschaut habe, übrigens hat 5,99 bei Stop & Shop gekostet, dass es, wir haben 3 Servings und 1 Serving ist 133 Gramm, das heißt wir haben ungefähr 400 Gramm, also fast so dicht wie Ben & Jerry's. Und 1 Serving hat 320 Kalorien, 10 Gramm Fett, daran sieht man auch, dass es Gelato ist. Es ist immer unter 10 Gramm eigentlich bei Gelato an Fett. Und 53 Gramm Kohlenhydrate, das kommt mir ein bisschen niedrig vor, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und 5 Gramm Protein. Ihr seht auch hieran nochmal, dass die erste Zutat Milch ist. Sorry, ist echt dunkel. Dann kommt Zucker, dann der Fudge Swirl. Und die Sahne kommt erst viel weiter hinten als bei so einem normalen, typischen Sahne-Eis, à la Ben & Jerry's. Also wirklich Gelato. Aber trotzdem relativ dicht, das erstaunt mich. Und ja, hier steht noch was drüber. Hier steht Plunge the Depths of Brown Butter Gelato for Great Treasures. Treasures. Ich mag das Wort nicht. Salty Pretzels, Chocolate Dip, Bourbon, Butter Orbs and a Fudge Swirl. Also salzig, dann irgendwas mit Alkohol, also Bourbon, Whisky wahrscheinlich, Butter, buttrige Basis. Ich liebe diese Netto-Butter-Basis deswegen. Und auch von Lidl das eine Eis. Also ich hoffe, das wird irgendwie sowas. Und dann dieser, also und dann Schokolade. Kann eigentlich nur gut werden, oder? Hier steht noch was über Gelato Fiasco. Die kommen aus Maine, aber eben italienisches Style-Eis. Ich werde darüber jetzt aber nicht so viel sagen, weil ich einfach müde bin. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, sagt Bescheid, ob es dann im nächsten Pint sein soll, okay? Jetzt wird's aufgemacht. Sehr gut, schon mal ein Sicherheitsverschluss hier. Die Farbe ist irgendwie normaler, so auch wenn es dunkler ist. Und es ist echt cremig. Es ist nicht ganz so cremig wie Ben & Jerry's vielleicht, aber es ist doch sehr dicht, das sieht man schon. Oh wow, Leute. Also es schmeckt tatsächlich ein bisschen buttrig, aber es hat auch ein bisschen diesen gebrannte Karamell-Geschmack, den ich persönlich mag, aber den muss man schon mögen. Und schau dir jetzt mal die Soße an. Bisschen so wie in dem Penny-Eis. Ich hoffe, sie schmeckt ein bisschen besser. Leute, es schmeckt wie Schokopudding. Besser als von Penny. Hm? Mega gut. Ich glaube, hier kommt jetzt schon so eine Schokobrezel. Und gleich noch eine darunter. Gespannt, wie hier auch das Mix-In-Verhältnis wird. Hier seht ihr mal diese aufgebrochenen Stückchen. Also von Bourbon schmecke ich hier aber bisher noch nichts und habe ich auch noch nichts gefunden. Falls ihr noch was findet, zeige ich es euch. So schnell ändert sich's. Das hier ist so ein Bourbon-Stück. Ich glaube, das sind echt so eine Art Karamell-Dinger mit Bourbon drin. Das ist eine wirklich dunkle Bourbon-Whisky-Füllung. Schmeckt mega gut. Ist ein spannendes Eis und ich glaube, ich würde es nochmal holen. Und sind auch nicht zu wenig Mix in drin. Nicht so groß wie bei einem Ben & Jerry's, aber doch, sind einige drin. Geschmacklich eine gute Kombi. Oh, und ich habe es gewogen und es ist auch wirklich genauso viel drin, wie drin sein soll. Alright, so this is a very bad lighting. I'm sorry, I know.
but it's late, it's like almost 1 a.m. But we just got this ice cream at Stop and Shop. And I don't know, like 2 days ago, I had this sudden thought in my head that I need to try Gelato Fiasco and that it might actually be super good. And I don't know why, because I've had Gelato Fiasco before back when they had their the plastic pints. And for some reason, I figured out, even though I like the look of the plastic pints a lot, I can't really enjoy ice cream as much when it is in a plastic pint as I do when it is in a paper pint. And now they changed their whole lineup and everything is in paper pints. And it also felt heavy to me, kind of heavier than I thought it would be. And the heavier the ice cream is, the more I like it, because the denser it usually is. So yeah, I figured out I want to try more. I really couldn't decide which one to get. The other one that was really close was something with fudge, like chocolate chunks, marshmallow swirls, and a vanilla base. I might still get it. I think it's something like toasted marshmallow or something. It also had graham crackers in them, in it, or graham cracker swirls. But the marshmallow swirl, which is without gelatin, was the thing that triggered me the most. So if it's good, let me know, then I might get it or get it as well. But this is the first one I will try, Sunken Treasure. And it is a brown butter gelato. And I'm just excited to try butter, the butter taste, if it's, sorry, the light, if it does taste like butter, because I've had some good ice creams in Germany that had a buttery base, caramel buttery base, and I hope this is kind of like that. Also, there's a salty pretzel booty, whatever that is. I think it's just salty pretzel pieces. This light is just annoying. And bourbon truffles. So I guess bourbon is like some alcohol thing, and alcohol in buttery ice cream with something salty, that has to be good. So I hope it is. I haven't seen any review on this one online, at least I haven't watched it. So it will be a surprise. It was $5.99 at Stop and Shop, and yeah, that's just to get to now. Oh no, sorry, you didn't look at anything yet. These are the ingredients, and this is gonna be dark, I'm really sorry, but I think you can see it. First ingredient is milk, not cream, then cane sugar, then a fudge swirl. And here you see that it is gelato, because gelato doesn't have as much cream. The milk fat is usually below 10%, and usually like around 8%. This one has 10, I see here. And yeah, you see all the other different ingredients. We see chocolate pretzels right there. I see cream right here, but way more in the back compared to American ice cream. Brown butter sauce, which is made of corn syrup, water, butter, sweetened condensed skim milk. We have vanilla, a lot of condensed milk. There's a lot in there. I can't dig into this right now because I'm really tired, but yeah, I think we just have to try this one. Now, if you want more detailed information in the next pint I try, if I do, let me know. Also, this one has 3 servings, and 1 serving is 133 grams. So the whole pint is almost 400 grams, 399. So it is as dense as a Ben & Jerry's, obviously, almost. 1 serving has 320 calories. That's also almost like a Ben & Jerry's. Like I said, 10 grams of fat. Carbohydrates 53. That's not a lot. I don't know if that's true. And 5 grams of protein. This is a little saying. Sunken treasure. Plunge the depths of brown butter gelato for great treasures. Treasures. Salty pretzels, chocolate dipped bourbon butter orbs, and fudge swirl. All right. Fudge swirl, bourbon butter, and salty pretzels. Hope it's good. Oh, and they are from Maine, but do Italian-style gelato. Since this is my first pint of Gelato Fiasco, I think I should say more about them, but I'm just tired, so let me know if I should do it in my next review, okay? And that's it. Let's try it. All right, very good. Security seal. Wow. And this looks promising. The fudge swirl is super creamy. I can already see that. I think I have shut off this light now. It's kind of weird. It might be darker now. Maybe I can post-edit it, but it's just...
the normal color like this, it is super creamy and it is dense. It might not be as creamy as a Häagen-Dazs with a lot of like cream in it, but still it is. It does taste buttery, but it also got this light burnt caramel flavor to it, which you have to like. I like it. Look at this sauce. Wow, it's like a pudding swirl. It tastes like pudding. There's a piece here. I think it's one of these chocolate pretzels. I just see how the mix and density is here, the quality control. But it is a little salty, not bad. And there are quite a few. This is one of the bourbon pieces. I think it's like some kind of caramel cup, Rolo style with bourbon in it. This is what it looks like. And that's what it is. Really dark bourbon filling. It is a really interesting ice cream, and I'm pretty sure I would get it again. It's not the like quite as big, the chunks are not quite as big as in a Ben & Jerry's, but it's a different flavor combination, so I like it. And I weighed it, and it is exactly as much in there as they're supposed to be.